Was ist euer Vorschlag für diese Fläche? Ja, unser Vorschlag sieht ungefähr so aus. Wir hätten eine Vision von einem grünen Leuschner Park. Und wenn schon Bebauung, dann halt nicht in dem Maße, wie das im Bebauungsplan vorgeschlagen ist, sondern deutlich reduzierte Versiegelung. Wir stehen hier vom NABU Leipzig und von der Initiative Stadtnatur noch den ganzen Vormittag, um gegen die Rodung zu protestieren, die in Kürze hier anfangen werden. Wir kämpfen gegen die Rodungen auf dem Leuschnerplatz. Die alten Bäume müssen erhalten werden. Die Stadt braucht Grün. Keine weiteren Rodungen auf dem Leuschnerplatz. Leute, wie ihr seht, wird hier wieder mal gerodet. Die Auflage der Stadt, wenn man einen Platz hat, jeder hat ja immer nur einen Platz, dann muss das wirklich ans Herz gehen. Ich bin unheimlich betrübt und ich bin unheimlich traurig. Ich bin auch teilweise sehr, sehr wütend, weil ich überzeugt bin davon, eine Stadt ist zum Bauen, ist zum Leben, ist zum und auch vom Bauen von Häusern da. Aber man kann es auch so organisieren, dass bestimmte Bäume, gerade die hier am Rand stehen, auch stehen bleiben können. Gerade Bäume, die 60, 80 Jahre alt sind. Leute, überlegt mal, diese Bäume stehen, sind entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg. Die gibt es teilweise seit 1945 schon. Ihr werdet es nicht mehr erleben, dass Bäume so alt werden. Vielleicht auch eure Kinder nicht mehr. Das muss man sich immer wieder klar machen. Ich bin empört, dass hier Grün zerstört wird und der Klimanotstand in Leipzig angeprangert wird. Ja, und hier wird durch die Stadt selbst Klimanotstand produziert. Und was noch irrsinniger ist, dass auf dem Leuschnerplatz, auf dem versiegelten Teil, neu begrünt werden soll. Ja, wo wir hier das Grün bereits haben und schon gewachsenes Grün, was sich wirklich hier etabliert hat und hier lebt. Passiert, das ist Planung an den Bedürfnissen der Menschen vorbei. Das ist Planung wie vor 30 Jahren. Ja, wir sind als Naturschutzbund natürlich hier alarmiert, was hier passiert. Wir haben sehr kurzfristig am Freitag wieder erfahren, dass hier 29 Bäume gefällt werden sollen. Wir haben ja hier auf der Fläche vom Institut, wo das Institut für Länderkunde entstehen soll, schon einen hohen Baumverlust, einen großen Strauchverlust. Das ist bis heute nicht ausgeglichen in der Stadt. Der Leuschnerplatz steht exemplarisch für das, was in der ganzen Stadt passiert. Wir haben bis jetzt 350 Flächen erfasst, die ohne Ausgleich verloren gegangen sind. Die Tierarten sind verloren in der Stadt. Wir haben in den letzten 50 Jahren 50% des Haussperlings verloren. So eine häufige Vogelart, die aus einer Stadt verschwindet, das ist wirklich ein Armutszeugnis. Leipzig nennt sich Kommune der biologischen Vielfalt. Aber wo ist die biologische Vielfalt? Wir sehen sie nirgendwo. Überall gehen die Bäume verloren, die gehen die Strauchgruppen verloren. Das, was als Ersatz gepflanzt ist, ist winzig. Das ist von der Vegetation her so niedrig und so klein. Es ist einfach kein Ersatzlebensraum vorhanden. Das kann nicht so weitergehen. Wir wollen hier ein Zeichen setzen. Wir werden hier demonstrieren, wenn hier gefällt wird. Und werden das nicht kommentarlos hinnehmen.
Sicherheit des jetzigen Platzes. Diese Arten leben nicht in Hochhausschluchten, auch wenn dort mal ein Baum steht oder ein Dach begrünt ist. Und die Arten können nicht im Umfeld, in das Umfeld ausweichen. Das ist nun auch in der unteren Naturschutzbehörde angekommen. Wohin auch sollten sie ausweichen? In der Umgebung sind immer mehr Brachen verschwunden, die noch vorhandene Brutreviere sind besetzt. Die Zwischenbegrünung, die die Stadt uns in ihrer Pressemitteilung zur Rodung als Ausgleich verkauft, ist eine Farce. Es handelt sich um eine temporäre Gartenfachmarktausstellung. Bäume werden in Stahlmatten temporär auf dem Platz aufgestellt, und zwar an einem Ort, an dem Dorngras, Mücke und Ödlandschrecken vorkommen und deren Lebensräume werden damit ebenfalls zerstört. Und weitere artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind vorprogrammiert, wenn diese Baumgruppe wieder aufgelöst und auf dem Platz verteilt wird. Ja, gibt es denn überhaupt keinen naturschutzfachlichen Sachverstand im Rathaus? Die Kompensationsmaßnahmen für das Desaster wurden bereits über das berühmt-berüchtigte Leipziger Bewertungsmodell zur Eingriffsbilanzierung schön gerechnet. Das Landschaftsbild, das nach Naturschutzgesetz für Vielfalt, Eigenart und Schönheit steht, wird im Planungszustand, das heißt mit Betonklötzen und ohne Bäume, als viermal so wertvoll beurteilt. Damit können die Gutachter dann getrost die Bäume roden. Wir haben Klimanotstand und Biodiversitätskrise. Wir haben eine überhitzte Stadt und roden auf innerstädtischen Plätzen alle Bäume. Zeit, auf die Barrikaden zu gehen. Schluss mit der Naturzerstörung in Leipzig.